Hat der deutsche Minister richtig gerechnet? Hallo und privet aus Kaliningrad. Russische Medien berichten über wirtschaftlich-mathematische Berechnungen des deutschen Wirtschaftsministers zum Thema Sanktionen. Die durch den Minister genannten Zahlen klingen so unglaublich, dass man bitten möchte, dass hier nochmal nachgerechnet wird. Als russischer Blogger bin ich vielfach angewiesen auf die ehrliche Nachrichtenübermittlung in russischen Medien, die für mich Grundlage meiner Informationstätigkeit bilden. Für diesen konkreten Beitrag, um den es jetzt geht, habe ich eine Information des Portals Lenta.ru genutzt. Ein Portal, an dessen Solidität so wenig Zweifel besteht wie an der Solidität der Frankfurter Allgemeinen oder der Süddeutschen und ähnliche meinungsprägende Medien in Deutschland. Man bezieht sich auf einen Bericht des Ministers für Wirtschaft und Energie der Bundesrepublik Deutschland. In diesem Bericht hatte der Herr Minister eine Rechnung und Gegenrechnung der Sanktionspolitik aufgemacht, die Deutschland seit 2014 gegen Russland führt. Eine der Sanktionen war die Einfrierung von russischen Bankkonten und anderen Aktiva von russischen Staatsbürgern. Der Bericht des Ministers informiert, dass Deutschland im Verlaufe von 6 Jahren Sanktionspolitik Aktiva und Geldmittel russischer Staatsbürger in einer Gesamtsumme von 1,8 Millionen Euro eingefroren hat. Gleichzeitig sank der Handelsumsatz zwischen Deutschland und Russland nur für den Zeitraum 2014 bis 2016 von ehemals 67,7 Milliarden Euro auf 48 Milliarden Euro. Wie viele Arbeitsplätze und Steuereinnahmen dadurch in Deutschland verloren gegangen sind, wird im Bericht anscheinend nicht erwähnt. Der Bericht des deutschen Ministers wird gestützt durch eine Untersuchung des Münchner Instituts für wirtschaftliche Forschungen. Das Institut berichtet, dass die Sanktionen einen Schlag gegen die deutsche Wirtschaft darstellen. Am meisten zu leiden hat der deutsche Maschinenbau sowie die Bereiche Fahrzeugbau und Chemieindustrie. Was sehen wir zum heutigen Tag? Deutschland lebt? Ja, Deutschland lebt. Russland lebt? Ja, Russland lebt auch. Haben die Sanktionen Russland irgendwie so beeinflusst, dass es sich im politischen und gesellschaftlichen Leben neu ausgerichtet hat? Nein, haben sie nicht. Die Sanktionen, die Russland gegen eine Reihe westlicher Demokratien, so unter anderem gegen Deutschland verhängt hat, haben ganz im Gegenteil dazu beigetragen, dass die träge russische Wirtschaft, insbesondere Landwirtschaft, begann, sich zu entwickeln. Ich würde es begrüßen, wenn die Sanktionen noch ein paar Jahre bleiben. Ich vermisse nichts in Kaliningrad. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und Paka aus Kaliningrad.